haben mit unserem Podcast. Wir sind immer noch Silbermond, auch wenn ihr uns eine Weile jetzt nicht gesehen habt und eine Weile nichts von uns gehört habt. Wir haben uns ein bisschen auf die Sommersaison vorbereitet und haben uns gedacht, ab jetzt gibt es wieder ein paar Eindrücke, wo wir so unterwegs sind, denn es gibt ein ganz paar Konzerte. Oder wie viele sind es insgesamt? 23. Ja, hier kennt sich nämlich jemand aus und auf dem einen oder anderen seid ihr sicher auch unterwegs, zumindest hoffen wir das. Und heute ist der Auftakt praktisch. Wir freuen uns auf den Sommer, freuen uns euch zu sehen, wünschen viel Spaß und viel Spaß beim Podcast. Tschüss! Und wie ist der Sommer bis jetzt? Ja, der Sommer hat für uns gerade angefangen. Wir sind hier gerade am Hessentag in Stadt Allendorf. Es ist Ende Mai, ich weiß, 28. glaube ich. Wir sind mal gespannt. Heute Vormittag, als wir aus dem Tourbus gestiegen sind, hat es heftig geregnet. Da haben wir uns schon gedacht, das kann ja heiter werden. Und ja, wie man jetzt hier an dem blauen Himmel sieht, haben wir wahrscheinlich Glück. Das ist bei dir ein blauer Himmel, ja? Wie fühlt sich das an, nach so langer Zeit wieder auf die Bühne zu gehen und die Schlagzeugstöcke zu schwingen? Naja, ich muss sagen, ich freue mich sehr, wir freuen uns total, vor allen Dingen Thomas freut sich total, wieder auf der Bühne stehen zu können und einfach so hammermäßig zu posen und einfach so wieder, ja, man gewinnt schon wieder so an Selbstwert, das finde ich schon exorbitant gut. Selbstwert, ja? Ja. Okay. Mit dem Rumgegurke am Schlagzeug. Mit diesem Rumgegurke, ja, kann man durchaus, man muss ja nicht gut spielen, um Rockstar zu sein. Das Zitat des Tages. Andreas, und jetzt nochmal durch die Blume. Durch die Blume gesagt, ja. Man muss ja nicht gut spielen, um Rockstar zu sein. Möchtest du uns noch was durch die Blume sagen? Autsch. Ah, wahrscheinlich nimmt die Pflanze so viel Sound weg, dass man nichts mehr hört. Sprich nochmal was. Ahnung, was weiß ich jetzt nicht. Also, kann ich jetzt... Passt da. Stehst du total drauf? Und wenn wir gegessen haben, haben wir noch ein ganz bisschen Zeit. Wir spielen ja erst 22.30 Uhr heute. Man redet nicht mit vollem Mund. Ja, aber du hast doch gesagt, ich soll jetzt sagen. Okay, also ich mache eine kurze Pause für euch. Heute steht da was ganz Besonderes an. Und zwar haben wir mit UFM eine kleine Aktion am Laufen. Und zwar konnten sich die Fans einen Song aussuchen, den wir heute Abend spielen. Die Wahl ist gefallen auf Remi Demi von Deichkind. Also haben wir uns in unserem Proberaum gehockt und haben uns eine spezielle Version überlegt, die wir heute Abend spielen werden. Ich hoffe, ich merke mir den Text. Das ist ja immer so eine Sache bei mir. Wir gucken mal, ne? So, darf ich weiter? Statement macht, muss doch die Linse sauber sein. So, hallo! Wie es gestern war? Ja. Riesig. Riesig, monstermäßig. Ja, das waren über 12.000 Leute. Und das war das größte Konzert, was das ganze UFM-Universe, wie das so schön gesagt wird, glaube ich, bis jetzt hatte. Und es war auch für uns das größte Hessen-Konzert bis jetzt. Und
großes Kompliment an die Fans, dass sie so lange durchgehalten haben, weil es war arschkalt. Aber Spaß gemacht.